Körper, Emotionen und Psyche sind ja auch immer verknüpft. Das heißt, wenn du den Körper reinigst, können alte Emotionen, Verdrängte hochkommen. Es kommen auch wieder Erinnerungen hoch. Du erinnerst dich an immer mehr aus deiner Kindheit und so weiter, wenn man da tiefer geht, an tiefere Schichten. Aber dazu braucht man dann eben auch die Zeit. Hi Leute, heute geht es darum, warum es einfach ist, beziehungsweise simpel, das Prinzip, den Körper zu reinigen, aber es ist nicht leicht, der Weg. Okay, dem einen oder anderen von euch wird ja auch aufgefallen sein, wenn du vielleicht dich auch auf den Weg begeben hast, okay, hast dich ein bisschen informiert im Internet, gesehen, hey, Entgiftung, Reinigung vom Körper, damit ist einiges machbar, wenn man mal die Altlasten endlich los wird und dann ein ganz anderes Körpergefühl entwickelt. Ja, vielleicht kommst du eben von dem Punkt, wo du einfach merkst, okay, ich möchte ein bisschen was optimieren, merke, ich bin nicht mehr ganz so fit, ich möchte einfach mehr Energie haben, möchte ausgeglichener sein, mehr Lebensfreude wieder haben. Oder auch, dass du halt gesundheitliche Probleme hast, dass du irgendwie Hautprobleme hast, Akne, Neurodermitis, Allergien oder diese ganzen chronischen Sachen. Ja, und da ist es einfach optimal, wirklich den Körper mal zu entgiften und zu reinigen und auf ein ganz anderes Level zu kommen, eine ganz andere Lebensfreude, eine ganz andere Klarheit in den Gedanken wieder zu entwickeln. So, und warum ist das Ganze jetzt gar nicht so leicht, aber simpel? Also das Prinzip ist simpel. Man kann es ganz gut vergleichen mit diesem Spruch, der vielleicht vielen bekannt ist, vor allem die Leute, die Fußball schauen. So, das Runde muss ins Eckige. Ja, du hast einen Ball, du musst ins Tor, das war's. Simples Prinzip. Und wer öfter in dieses Tor geschossen hat, hat gewonnen. Und genauso bei der körperlichen Reinigung. Das ist ja ein simples Prinzip. Du hast da irgendwelche alten Einlagerungen, der Körper ist in einer Disharmonie. Und jetzt möchtest du das Ganze wieder klären, möchtest das Ganze wieder rausbekommen. So, es ist halt eben nicht so leicht. Und dabei können einige Fehler passieren, vielleicht kennst du das auch. Was mir immer wieder begegnet ist, gerade wenn man so schnell reingesprungen ist, so, wenn man was von Entgiftung gehört hat und dann gedacht, okay, jetzt mache ich eine kleine Kur, mache ein paar Wochen da irgendwas, mache mal eine Saftkur, mache irgendwie eine sonstige Sachen, Mono, Früchte, irgendwas. Also egal, aber du denkst vielleicht so ein paar Wochen und dann fühlst du dich viel besser, viel fitter, ja, aber dann geht es halt häufig nicht mehr weiter und am Anfang fühlt man sich erstmal besser, entlastet, aber es ist halt meistens nicht von Dauer. Also wenn du dir mal ehrlich bist, wie oft hast du es geschafft, das mal stabil aufrecht zu erhalten? Und dann tauchen halt dabei, wenn man dann den Weg weitergeht und zum Beispiel einfach mal ein, zwei Jahre Rohkost macht oder ein, zwei Jahre eine sehr cleane, einfache Ernährung vollwertig hat, intermittierendes Fasten mit einbaut, dann merkt man halt, dass man oft auf Probleme stößt. Und die Probleme können halt sein, dass der Körper einmal aus dem Gleichgewicht zum Beispiel kommt. Das passiert eben nicht über ein paar Tage, sondern es passiert halt über Wochen und Monate bei so einer vollwertigen, natürlichen Ernährung. Und dann kann es eben passieren, dass der Körper dann, ja, man unter starker Schwäche leidet. Viele denken dann, das ist nur Entgiftung. Aber nee, häufig ist es halt auch, wenn der Körper dann einfach aus dem Gleichgewicht geraten ist, die Energie nicht mehr so da ist im Körper. Und dann kann es eben auch passieren, dass zum Beispiel die Zähne drunter leiden. In den Mundraum sind sehr viel Säuren eingelagert. Man muss sich mal überlegen, wie viele Jahrzehnte man sich da irgendeinen Mist drauf geschmiert hat und den ganzen Zucker, den man gegessen hat. Und wenn dieses ganze Zeugs wieder rauskommt, dann leiden die Zähne oft sehr drunter. Plus dann, wenn der Körper nicht richtig im Gleichgewicht ist, können die Zähne halt nicht richtig ihren Zahnschmelz wieder aufbauen, richtig mineralisieren. Und dann kann es halt passieren, dass irgendwie nach einem halben Jahr, die Zähne noch mehr drunter leiden, Löcher auftauchen, die Zähne so gläsrig werden, die Kanten irgendwie brüchig werden. Das ist ein Punkt, den ich oft beobachtet habe, das mir ständig begegnet ist.
wo ich anfangs dann, ja, in den ersten ein, zwei Jahren, wo ich da noch nicht das Körpergefühl entwickelt hatte, eben auch drauf gestoßen bin und es mir auch passiert ist. Nicht weiter schlimm, das hat nur begonnen, das passiert auch nicht von einem auf den nächsten Tag, wie gesagt. Aber das ist eben wirklich eine Gefahr. Und dementsprechend ist es halt so, dass du wirklich einiges beachten musst bei der Entgiftung. Ich habe es auch sehr naiv am Anfang unterschätzt gehabt. Gerade wenn man dann zum Beispiel Schleimfreie Heilkost von Arnold Ehret liest oder ähnliche Sachen und dann denkt, okay, jetzt nur Früchte. Aber dann sind viele Punkte zum Beispiel, die man da beachten muss. Die Qualität und so weiter, heutzutage die Lebensweise. Und viele, viele Punkte. Dementsprechend, es ist nicht leicht, dann wirklich das Ganze, gerade wenn man nicht die Zeit in seinem Alltag hat, das Ganze noch, ja, emotional zu verarbeiten. Diese ganzen Themen, Körper, Emotionen, Psyche sind ja auch immer verknüpft. Das heißt, wenn du den Körper reinigst, können alte Emotionen, Verdrängte hochkommen. Es kommen auch wieder Erinnerungen hoch. Du erinnerst dich an immer mehr aus deiner Kindheit und so weiter, wenn man da tiefer geht, an tiefere Schichten. Aber also braucht man dann eben auch die Zeit. Ich hatte das Glück, dass ich mir dazu im Grunde jahrelang wirklich mit einem Hauptfokus die Zeit dazu genommen habe. Aber die meisten haben auch die Zeit gar nicht. Das ist der Faktor, wo halt häufig mir begegnet ist. Ja, okay, es ist ganz cool, wenn man dann mal ein paar Monate irgendwie seine Zeit hat. Man ist im Urlaub oder es ist gerade eine Umbruchphase. Man kommt in einen anderen Lebensabschnitt und ja, dann hat man kurz die Möglichkeiten, wirklich sich da gut drum zu kümmern. Aber dann, wenn man halt das Ganze wirklich langfristig nachhaltig machen möchte, als Lebensweise, als Lebensstil übergehen lassen möchte und wirklich das Körpergefühl entwickeln möchte, weil das Körpergefühl ist eben der gleiche Punkt, das ist ja auch der Punkt bei der Entgiftung, das muss man unbedingt entwickeln, das ist der größte Punkt eigentlich, Körpergefühl und dann die Verarbeitung von Emotionen. Das ist das Allerwichtigste auf dem Weg, wenn du einen Körper reinigen, entgiften möchtest und da wieder zu einem anderen Bewusstsein, zu einer anderen Lebensfreude kommen möchtest, zu einer anderen Energie und einer anderen Lebensqualität. Und das ist halt wirklich, das sind die zwei Fähigkeiten, die da unglaublich wichtig sind. Aber das ist eben wie wenn du, ja, Klavierspielen übst. Du kannst 1000 Theorien und Bücher eben lesen, was viele machen, auch irgendwelche Ernährungsberater, Heilpraktiker oder sonst wer. Heilpraktiker ist auch viel, einfach nur komplett dieses schulmedizinische Wissen in Anführungszeichen, dieses Pharma-Studium halt. Das ist da halt einfach nur per Buch weitergegeben. Aber von Büchern her, wenn du Bücher gelesen hast, dann kannst du halt kein Klavier spielen. Ne? Oder wenn du Bücher gelesen hast, dann kannst du halt kein Fußball spielen. Und frag dich mal, von wem würdest du gerne Fußball spielen lernen? So? Würdest du gerne einen Trainer haben, der noch nie auf dem Platz gestanden hat, der kein Fußball spielen kann, der nicht mal weiß, wie man einen Pass spielt, wie man irgendwie aufs Tor schießt oder sonst was? Oder, schau es dir doch an, irgendwo in der Bundesliga, in den höheren Ligen, es ist doch immer so, dass die Trainer meist selber Spieler waren. Zumindest auf jeden Fall mal Fußball gespielt haben, auch wenn sie selber nicht irgendwie höherklassig gespielt haben, aber sie wissen, wie es geht. Und ja, wenn du dir anschaust, bei Ärzten, ja, danach kannst du dich eigentlich richten. Natürlich gibt es die Ausnahmen, ne? Es gibt auch gute Ärzte, aber meistens ist das Prinzip halt schon falsch und die meisten waren halt nie auf dem Platz gestanden. Die meisten, schau dir doch an, was möchtest du für eine Lebensfreude entwickeln? Was möchtest du für eine Ausgeglichenheit, für eine innere Ruhe, für eine Stabilität entwickeln? Und dann schau dir die Person doch an. Hat es für die Person funktioniert? Wie gesund sind die Personen, die dir Gesundheit vermitteln möchten? Wie lebendig, was für eine Lebensfreude strahlen diese Leute aus? Das kannst du dich mal fragen. Und ja, würdest du in die Fahrschule gehen und von einem Fahrlehrer, der noch nie am Steuer gesessen hat, fahren lernen, der halt 10 Bücher darüber gelesen hat, der 100.000 Bücher darüber gelesen hat, würdest du das machen? Die Theorie
Ja, in der Theorie ist die Praxis ganz leicht, aber wenn du die Praxis mal umgesetzt hast, dann merkst du, dass es ganz anders ist. Und wenn du die Erfahrung mal bei dir selber machst und dann auch bei hunderten von Leuten parallel dabei siehst, wie es funktioniert, dann ist es einfach ein anderer Punkt. Und die meisten Ärzte haben halt nicht mal den Ansatz verstanden, zum Beispiel. Ich möchte jetzt auch nicht, wie gesagt, auf Ärzte schimpfen. Das hat seine Berechtigung in einem gewissen Bereich. Wenn du zum Beispiel eine Verletzung hast, kann das vielleicht ganz in Ordnung sein, akut oder eben bei akuten Fällen allgemein. So, wenn du nicht mehr die Möglichkeit hast, so schnell umzustellen, dein Leben zu verändern, beziehungsweise einfach auch nicht die finanziellen, örtlichen Mittel, dass du dir die Ruhe und Zeit dazu nehmen kannst. Ja, dann kann es vielleicht sinnvoll sein, solche schulmedizinischen Maßnahmen. Aber man muss den Hintergrund halt wissen, dass das nie eine gesunde Lebensweise ersetzen kann. Ja, man kann nicht auf der einen Seite einen Haufen Mist produzieren und dann erwarten, dass das Ganze da immer wieder wegkommt. Ja, das vom Grund auf muss man das Ganze erstmal neu nicht wieder produzieren und dazu muss man einfach seine Lebensweise ändern. Und das ist eben der Punkt. So, das heißt, es ist nicht leicht. Wenn du den Körper entgiftest, dann musst du definitiv darauf achten, mehr auszuleiten als zu lösen aus den Zellen. Und wenn du nämlich zu viel löst aus den Zellen, zu viel Toxine in dein Blut kommen, dann kommt es halt zu den Sachen, die ich am Anfang angesprochen hatte, dass du in ein Untergewicht, in ein starkes zum Beispiel kommen kannst, dass der Körper aus dem Gleichgewicht kommen kannst, du kommst in eine Lethargie, du kommst in eine Schwäche rein und so weiter. Ja, und das wünsche ich dir natürlich nicht. So, das heißt, wenn du dich da wirklich auf den Weg machen möchtest, dann schau dich definitiv immer auf den Kanal um. Und schau dir mal ein paar Videos dazu an, wie das Ganze wirklich funktioniert. Test gewisse Sachen aus und es führt nichts daran vorbei, das Körpergefühl zu entwickeln. Das heißt, wenn du diesen Weg gehen möchtest, du bist an solche Punkte gekommen, hattest diese Probleme, dann schreib mir gerne, dann schauen wir mal, ob wir da eine Lösung für dich finden und woran das liegen könnte. Beziehungsweise wir können auch ein kostenloses Erstgespräch machen. Sprechen wir einfach ganz unverbindlich drüber. Schauen, wie deine Situation ist und wenn wir da halt merken, dass ich dir helfen kann, dann können wir den Weg eben gemeinsam gehen und wenn wir merken, in deinem Fall ist es vielleicht einfach sinnvoller, was anderes zu machen oder irgendwas zu machen, was für dich halt besser ist, beziehungsweise ist einfach örtlich, zeitlich nicht passend, ja, dann können wir es vielleicht auch später angehen. Genau. Und wenn du dieses Thema kennst, wenn du Probleme bei der Entgiftung hast und da auch nicht vorangekommen bist, dann kommentier gerne mal drunter, was so deine Probleme sind, ob es die Heißhungerattacken sind oder Gelüste, was auch immer bei dir auf dem Weg aufgetaucht ist, wo du ja immer wieder in eine Instabilität kommst, vielleicht die Emotionen, die auf dem Weg hochkommen, das psychisch-emotionale, was sich damit tut, der Lebenswandel, der gesellschaftlich, der mit deinen Mitmenschen damit einhergeht oder was auch immer. Also kommentier gerne mal, was da deine Erfahrung ist. Und ja, ich freue mich zu lesen, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Bin sehr gespannt. Und ja, ansonsten wollte ich das eben nur mal loswerden, dass es eben simpel ist, aber nicht leicht. Das Prinzip ist simpel, aber es ist eben nicht leicht. Es ist simpel, eine Taste zu drücken am Klavier und dass ein Ton auftaucht, aber es ist halt nicht simpel, wirklich eine Melodie zu spielen. Und dieses einfache Tastendrücken muss man halt über Jahre üben. Und immer mehr entwickeln, genauso wie das Körpergefühl, die Verarbeitung von Emotionen. Und dazu muss man halt auch mal anschauen, was in einem vorgeht und wie man das sinnvoll dann auch voranschreiten kann. Und wenn du da auch noch gar nicht so viel reingelesen hast, dann lese auch erstmal noch, fällt mir gerade noch ein, die Schriften von Arnold Ehret. Die sind dazu auch super wichtig, unglaublich hilfreich. Findest du zum Beispiel auf meiner Webseite zum kostenlosen Download.
Und wenn du seine ganzen Bücher willst, die sind da auch in den Buchempfehlungen drin, beziehungsweise sogar in der Infobox unter dem Video. Jo, und ansonsten wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt mal langsam zurückgehen, die ganze Zeit ein bisschen am Regnen hier. Und wünsche dir noch eine entspannte Woche und einen schönen Tag, wie gesagt. Mach's gut. Ciao.